Landesantenne Frankfurt mit Ray Garvey und Amour. Der SC Hessen Dreieich, der will ja in der Hessenliga richtig Fuß fassen. Momentan liegen die Neulinge der Liga auf dem 12. Tabellenplatz. Bei mir am Telefon ist Markus Rosig, er ist Verteidiger bei Hessen Dreieich. Markus, gegen Griesheim habt ihr zuletzt mit 3:1 verloren. Woran lag's denn? Was denkst du? Ja, da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Also man muss natürlich sagen, dass wir verdient verloren haben. Wir haben nicht 100% unseres Könnens abgerufen und einfach zu viele Unachtsamkeiten im Spiel gehabt. Diese wurden dann auch entsprechend bestraft. Wir haben sehr früh das Gegentor gefangen, weil wir einfach nicht eng genug bei den Männern waren und konnten dann danach über weite Strecken der 90 Minuten auch kein geeignetes Gegenmittel mehr finden, um irgendwas gegen diesen Rückstand noch auszusetzen. Okay, und wie arbeitet ihr denn im Team dieser Negativserie eigentlich jetzt entgegen? Also wir arbeiten natürlich in jedem Training daran, dass der Schalter endlich mal wieder kippt und wir von diesem Negativlauf in einen positiven Lauf übertreten. Ist aber immer schwer, wenn man mal in so einem negativen Strudel ist, da auch wieder rauszukommen. Da hilft einfach nur, dass wir Ruhe bewahren und entsprechend an uns weiterarbeiten. Aber ich denke mal, wir sind auch alle erfahren genug, um mit diesem Druck jetzt umgehen zu können. Ja, heute Abend spielt ihr daheim gegen Rot-Weiß-Hadamar. Wie schätzt du denn den Gegner ein? Zum Gegner direkt kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Mhm. Ich kenne Hadamar nur aus der Vergangenheit und kenne sie daher als eine sehr robuste, laufstarke und auch als eine eingeschworene Truppe. Daher wird es ein sehr schweres Spiel dann für uns. Alles in allem muss man aber auch sagen, dass man schon in dieser Saison öfters gesehen hat, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Entscheidend ist einfach nur, ob wir mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel gehen und dann, wie gesagt, diese angesprochenen Unachtsamkeiten versuchen abzustellen. Der SC Hessen Dreieich spielt heute Abend daheim gegen Rot-Weiß-Hadamar. Um 7:30 ist Ampfiff im Sportpark Dreieich. Kicken können die Jungs auf jeden Fall. Sportlich läuft es vielleicht momentan nicht optimal, aber letzte Saison haben sie ja schon bewiesen, dass sie was auf den Kasten haben. Und heute Abend, da sollte man den Sportpark Dreieich auf jeden Fall einen Besuch abstatten und den SC Hessen Dreieich zum nächsten Heimsieg anfeuern.